Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Einen kleinen Knaben auf einem Esel. Ja. Ja, super, ganz toll. Wollten Sie zuerst fragen? Nein, wir wollen alles von Ihnen wissen. Also, das kenne ich von Kindheit an, das stand bei meiner Großmutter. Und es hat mir immer schon sehr gut gefallen. Jetzt ist es Gott sei Dank bei mir. Ich liebe Tiere, Esel sehr sogar. Ich finde auch diese feine Arbeit ganz gekonnt. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Ich modelliere nämlich selbst auch und bin Goldschmiedin eigentlich. Und habe von Anfang an eigentlich immer von klein auf schon Sinn für solche Sachen gehabt. Ja, toll, wunderbar. Und die junge Dame, die will das sicherlich irgendwann mal auch so aufheben und besitzen. Ja. Das denke ich mir. Gut, dann schauen wir mal, ob wir Ihnen ein bisschen weiterhelfen können. Eine Bronzeplastik auf einem Marmorsockel. Und beim Drehen habe ich jetzt schon gesehen, der ist von allen Seiten schön anzuschauen. Ja, ja. Aber er zeigt auch noch eine Signatur, die man hier unten sieht. Schmidt-Felling, ein Bildhauer, den wir kennen, Julius Paul mit Vornamen, gehört zu den relativ gut im Markt situierten Bronzebildhauern der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert, der auch eigentlich selten bei Großaufträgen mitgewirkt hat, Richtung Denkmalsplastik und solchen Dingen, sondern der sein Feld auf der Kleinplastik hatte. Das war nichts Ungewöhnliches. Damals gab es einen großen Bedarf an solchen Dingen. Und er war einer von denen, die das gemacht haben, was man damals wollte. Antike Figuren, Sportler, Krieger, junge Damen. Aber Schmidt-Felling, ein Berliner Bildhauer, war auch jemand, der eine Spezialität hatte, und das waren Kinderfiguren. Was besonders beliebt war von ihm, das waren diese Mädchen- und die Knabenfiguren. Und hier haben wir deswegen, das freut mich besonders, etwas ganz Typisches für Schmidt-Felling genau, vor uns. Absolut. Und wenn man sich's mal ganz genau anschaut, und dann kann man das vielleicht hier sehen, ist die Frage, ist es aus einem Stück gemacht oder aus mehreren Teilen? Und wenn man jetzt hier genau hineinschaut, dann sieht man hier eine Fuge. Und man kann daraus schließen, dass diese Bronze in zwei Teilen gegossen worden ist und dann nachträglich zusammengebaut wurde. Es ist natürlich auch sehr komplex, wenn man so eine komplizierte Komposition mit so einem Knaben, der da so fröhlich auf dem Esel sitzt. Man möchte ja auch zeigen, dass der auf einem bockenden Esel hockt und fast runterfällt. Ja? Und das geht natürlich nicht in einem Stück. Und deswegen hat man das getrennt gegossen. Aber es gibt noch einen zweiten Grund dafür. Von Schmidt-Felling gibt es nämlich mehrere Knaben auf Tieren. Es gibt den Knaben auf dem Bären, es gibt den Knaben auf dem Ziegenbock und den Knaben auf dem Esel. Es wird also damit etwas zu tun haben. Und das zeigt noch mal, wie beliebt solche Sujets waren. Also das fröhliche, unbeschwerte Kind, wünschen wir uns alle, dass wir unseren Alltag so verbringen, wie problemlos die Kinder ihn angehen. Und deswegen hatte gerade diese Knaben- und Mädchen, diese Knaben- und Mädchenmotive in seinem Werk diesen wahnsinnigen Erfolg in der Zeit um 1900 bis so zum Ersten Weltkrieg etwa. Ja, also die Kinderzeit ist ja sowieso die schönste Zeit. Da hat man noch keine Sorgen. So ist es. Also, jetzt müssen wir uns über den Preis unterhalten. Tja, die persönliche Wertschätzung ist eine Geschichte in der heutigen Situation im Markt. Wir kennen wahnsinnig viele Sachen von ihm, die es immer wieder gibt. Einen dekorativen Wert von 150 bis 200 Euro können wir annehmen. Aber ich glaube, aufgrund dessen, dass es bei Ihnen so eine Wertschätzung erfährt, ist das, glaube ich, relativ unwichtig. Und ich hoffe, die Familie, nicht nur Sie, sondern später auch, wird dieses kleine Kleinod aufbewahren. Schön, dass wir ein bisschen weiterhelfen konnten und schön, dass Sie es aufbewahren wollen. Ja, ja, also, auf jeden Fall. Vielen Dank. Wenn der Knabe mal vorbeikommt, festhalten. Ja. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Schön, dass Sie es gezeigt haben. Wiedersehen. Danke.